Man sagt, die Vergangenheit könne uns vieles lehren. Und dass die Geschichten früherer Taten bestimmen, wer wir heute sind und was wir in Zukunft sein werden. Es heißt, dass solche Geschichten uns beim Erzählen jedes Mal mit dem Licht ihrer Wahrheit erleuchten. Ich werde hier eine solche Geschichte erzählen. Ich kenne sie sehr gut, habe ich doch fast mein ganzes Leben damit verbracht, sie Stück für Stück zusammenzusetzen und hier in diesem Buch der Nachwelt zu erhalten. Jahre habe ich damit zugebracht, jeden Abschnitt gründlich zu studieren, jede Zeile zu durchdenken und jedes Wort im Gedächtnis zu bewahren. Vielleicht werde ich jetzt beim Erzählen endlich die Antworten auf meine Fragen finden. Unsere Geschichte spielt im Norden von Ferun, in einer Region, die als Eiswindtal bekannt ist. Ein hartes, gefrorenes Land, das vom Rest der Welt durch eine Wand spitzer Berggipfel, dem Grat der Welt, abgeschnitten ist. Seit Jahrhunderten leben in den eisigen Ebenen des Tals die Barbarenvölker der Utkard und Regetmänner. In kleinen, eng verwobenen Stämmen zusammengedrängt, lebten die Barbaren ein einfaches Leben. Frei, stolz und vor allen Dingen unabhängig. Eines Tages jedoch kam ein Erzmagier namens Arakon in das Eiswindtal. Mit einer Armee von Söldnern wollte Arakon den Norden erobern und die wilden Barbarenvölker in die Sklaverei zwingen. Der Kampf dauerte mehrere Wochen und die verstreuten Barbarenstämme erlitten schwere Verluste. Eine Niederlage schien unvermeidbar. In dieser ausweglosen Lage forderte der Barbarenschamane Jerot die Einberufung eines Rates aller verbliebenen Stämme des Nordens. Jerot war ein geachteter Krieger. Und so gelang es ihm, die Ratsmitglieder davon zu überzeugen, dass sie Arakon nur dann besiegen könnten, wenn sie ihre Zwistigkeiten beiseite legten und geeint gegen ihn vorgingen. Mit neuer Zuversicht scharten sich die Barbaren um ihren neuen Anführer. Diese vereinte Kampfkraft der Nordmänner erwies sich als zu stark für Arakon, der auf die Spaltung der Stämme gezählt hatte. Welle um Welle schlug das Heer der Barbarenkrieger gegen Arakons Söldnerarmee und zwang sie zuerst in die Defensive und dann zum Rückzug. Als seine Armee um ihn herum zerfiel, unternahm Arakon eine letzte Verzweiflungstat. Mit Hilfe seiner verbliebenen Zauberkraft zerbrach der Erzmagier die Grenzen der Ebenen und öffnete gewaltsam ein Portal zu den unteren Ebenen. Das Siegesgeheul des närrischen Erzmagiers wurde in Sekundenschnelle zu Schreien des Grauens, als die schrecklichen Dämonenformen aus dem Portal hervorkamen und auf das Schlachtfeld strömten. Das plötzliche Erscheinen der Dämonen vereinte die Kämpfer, ob nun Barbaren oder Söldner, im Kampf gegen diese neue Gefahr. Die verbliebenen Krieger stürmten das Portal, um die Höllenbrut zurückzutreiben, und starben zu Hunderten. Als seine Männer um ihn herum in Scharen abgeschlachtet wurden, schaute der Barbarenschamane Jerot vom blutgetränkten Schnee des Schlachtfeldes auf und erblickte hoch oben, auf einem Grat in der Ferne, eine einsame Figur. Jerot deutete diese Erscheinung sofort als Omen seines Gottes Tempus und erkannte, was zu tun war. Den Namen seines Gottes ausrufend bahnte er sich einen Weg durch die Reihen der Dämonen und stürzte durch das Portal. Als Jerots Blut sich mit den Energien des Portals verband, erstarrte das Schlachtfeld in einer Explosion weißen Lichtes. Als das Licht nachließ, waren die Dämonen verschwunden und das Portal geschlossen. An seiner Stelle befand sich nun eine schwere, runde Steinplatte. In ihrer Mitte lag Jerots Körper eingefroren in seinem letzten Moment der Qual und des Triumphes für alle Ewigkeit. Dies ist jedoch nicht das Ende unserer Geschichte. Es ist erst der Anfang. Und mit diesem großartigen Intro willkommen zu Let's Play Icewind Dale.
vorweg ein paar Informationen. Und zwar haben wir hier den ersten Teil von Icewind Dale mit der Erweiterung Herz des Winters und der, ja, und dem kostenlosen Inhalt die Herausforderung des Meisters der Verlockung oder auch, ich meine Trails of a Lure Master. Icewind Dale erschien im Jahr 2000 und Herz des Winters, also die Erweiterung 2001. Das Spiel wurde von dem Black Isle Studios entwickelt. Und wie man unten schon sieht, benutzt es die BioWare Infinity Engine. Also es ist ein Spiel, ja, wie wir später sehen werden, wo wir eine Gruppe aus der Vogelperspektive steuern, also ein Rollenspiel. Ja, gepublished wurde das Ganze von Interplay und ihm liegt das Regelwerk von AD&D irgendwo zugrunde. Benutzt werden des Weiteren noch ein Widescreen-Mod für die Infinity Engine, den findet ihr, glaube ich, auf Glibbering Free, weiß ich nicht so genau, ich habe die Website nicht genau im Hinterkopf. Und das Tweak sowie Fixpack, wodurch ich als Zusatzinhalt für die Leute, die Baldur's Gate 2 kennen, ich habe einen nimmervollen Beutel theoretisch hinzugefügt, damit ich nicht die ganze Zeit hin und her laufen muss oder in Offscreen-Arbeit hin und her laufen muss, falls ich mal was verkaufen möchte. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so ganz, wie das hier ablaufen wird, da ich das Spiel bis zum fünften Bildschirm, glaube ich, kenne. Also, ja, was heißt bis zum fünften Bildschirm? Höchstens bis zum fünften Gebiet. So, es ist ein bisschen anders, wenn wir jetzt die Charaktererstellung starten. Hier sehen wir dürfen uns 6 Charaktere erschaffen. Wir haben also 6 eigene Charaktere. Es gibt in dem Spiel keine NSC, die wir in die Gruppe aufnehmen können, die, ja, quasi mit der Gruppe Gespräche führen. Das gibt es hier, wie gesagt, nicht. Dafür dürfen wir die Gruppe allerdings komplett selber erstellen. Wir können uns das mal eben angucken, wie man den erschafft. Man hat ein Geschlecht, das man wählen kann. Es ist egal, ich habe die Charaktere vorbereitet, ich sage es schon mal vorweg. Ja, ist egal, wir können aus den klassischen Rassen eine Rasse wählen. Wir können es gibt ein paar Klassen, die wir wählen können. Es gibt noch keine Unterklassen, bis auf die Magiespezialisten. Später wurde das ja, wie gesagt, in Baldur's Gate 2 extrem verändert. Nehmen wir einfach mal einen Kämpfer. Wir dürfen eine Gesinnung aus den 9 Gesinnungen, die es gibt, wählen, die von quasi sehr gut bis, chaotisch böse, man brennt alles ab, was einem über den Weg läuft, haben kann. Und wir dürfen Attributpunkte auswürfeln. Oh, das ist der Spaß überhaupt, das durfte ich ja jetzt 6-mal machen. Wie man sieht, der Insgesamtwert der Attribute ist immer ein bisschen anders, das heißt, man kann da sehr viel Zeit verbringen. Das hier sieht zum Beispiel nach einem sehr soliden Wurf aus. Viele 12er, 2 15er waren, glaube ich, dazwischen. Da sieht man schon, da hat man hier 53 Punkte. Oh, der sieht auch nicht schlecht aus. Lass mich raten, das Spiel straft mich wieder Lügen und behauptet jetzt, dass man immer nur 53 Punkte hat, oder? 52, nein, da sieht man schon. Das können auch mal 60 sein oder 65, je nachdem. Aber wie gesagt, eine schöne Sache. Fertigkeiten darf man dann auch auswählen. Die beschränken sich hier auf Waffenfertigkeiten, halt wie gut man mit Waffen umgehen kann. Dazu später vielleicht nochmal mehr. Warte, wir müssen eben was wählen. Einfach irgendwas. Ich will den Charakter jetzt nicht verstellen. Den Charakter nicht verwenden. Und Aussehen gibt es, wo wir halt eine Farbpalette dem Charakter zuweisen können. Ist jetzt nicht besonders gut. Und wir dürfen dem Charakter natürlich eine Stimme geben aus den Stimmen, die es hier gibt. Ja, da muss ich mir nachher noch welche aussuchen. Ach ja, fertig. Fertig ist jetzt egal. Wir könnten den Charakteren auch eine eigene Biografie schreiben. Ist jetzt nicht so, dass wir das unbedingt brauchen. Könnten wir machen. Und wir dürfen dem natürlich einen Namen geben, was jetzt egal ist. Wie gesagt, ich habe welche vorbereitet. Ich füge die eben hier ein. Und dann sehen wir uns wieder. So, und da wären wir wieder mit unserer Gruppe, zu der ich mir, ja, ich habe quasi ein paar Leute angeschrieben aus meiner Community. Und habe 5 Charaktere von denen erstellen lassen. Da hätten wir zum ersten Sir Crush von Fury Chief. Wir können, glaube ich, aufs Bild klicken. Genau, der ist nämlich unser Paladin. Kane.
YouTube-Name Duckane1987. Unser Krieger fürs Grobe, sage ich mal. Gut, der Paladin ist auch fürs Grobe, aber ist ja nicht so wichtig. Wir haben Ferris. Und der kam von, ich guck gerade, Copycap. Der wird unser Zauberkundiger sein. Valia von Igor von Lang. Unsere halbelfische Priesterin. Moment, wo steht's? Ich guck gerade. Neutral, gut. Kleriker, genau. Kleriker. Und Sachisha Avari von Lady Knight oder unter YouTube besser unter Lady Knight Deluxe zu finden. Die Waldläuferin unseres Teams. Oder unserer Gruppe. Und natürlich hätten wir da noch mich in der Rolle des Diebes als Testudo Furax. Ja, das war's dazu. Im Prinzip können wir dann loslegen, was wir auch tun werden. Unsere Geschichte beginnt hier, in dem verschlafenen Fischerdorf Osthafen. Der winzige Ort gehört zu den sogenannten 10 Städten, aber man kann ihn kaum als Stadt bezeichnen. Das Ganze ist eher eine Ansammlung windschiefer Hütten, die dicht zusammengedrängt an den eisigen Ufern des Dinnesheersees stehen. Hier sitzt in einer schwach beleuchteten Taverne eine Gruppe von Reisenden, eng beieinander um einen Tisch. Sie erzählen sich gegenseitig Geschichten, schmieden große Pläne für die Zukunft und haben nicht die geringste Ahnung von der Rolle, die sie in den auf sie zukommenden Ereignissen spielen werden. Was sehe ich da? Ein neues Gesicht in der Stadt, was? Schön, euch kennenzulernen, Fremder. Mein Name ist Rutger. Ursprünglich komme ich aus Fernberg, aber nach Jahren des Herumreisens in ganz Ferun und darunter bin ich jetzt in dieser Stadt heimisch. Und wer seid ihr? Seid ihr grüßt, Rutger. Mein Name ist Sir Quash. Ja, wir haben den Paladin übrigens als erstes in der Position, weil er den höchsten Charisma-Wert hat und somit kann es eine gute Reaktion gegebenenfalls auf diesen Charakter geben. Darum, das ist spielmechanisch so, darauf will ich gar nicht weiter eingehen jetzt. Willkommen in Osthafen. Was auch immer euch hier in die Gegend führt, ich möchte euch einen wohlgemeinten Rat geben. Solange ihr in meiner Stadt seid, solltet ihr euer bestes Benehmen an den Tag legen. Die Leute hier stehen unter meinem Schutz. Und jeder, der ihnen Schaden zufügen will, bekommt es mit mir zu tun. Nachdem das besprochen ist, überlasse ich euch wieder euren Bechern. Ihr hattet sicher eine lange Reise und ihr werdet feststellen, es gibt kein besseres Mittel, die Kälte von draußen abzuschütteln, als ein paar Becher von Grisellas Bestem zu trinken. Falls ihr eine Unterkunft braucht, empfehle ich euch bei Quimby im Gasthof zur Schneewehe drüben auf der Ostseite der Stadt nachzufragen. Ausrüstung und Vorräte könnt ihr nebenan in Pommaps Warenhaus erwerben. Pommaps Preise sind etwas hoch, selbst für jemanden aus Kalimshan. Ihr werdet aber besser dran sein, wenn ihr gut ausgerüstet und knapp bei Kasse seid, als umgekehrt. Schlecht ausgerüstete Reisende kommen nicht weit in dieser Gegend. Wenn ihr euch ausgeruht und ein wenig zurechtgefunden habt, kommt bei mir vorbei. Mein Haus liegt nicht weit von hier in westlicher Richtung. Ich habe euch einen Vorschlag zu machen. Lebt wohl. Lebt wohl. Ja, er geht jetzt. Wie wir gehört haben, wir können ja Ausrüstung bekommen. Das Tolle ist nämlich, wir sind mit Stabschleudern bewaffnet, die Nahkampfwaffen sind. Und tolle 1 bis 6 Wuchtschaden machen und kein Mensch von uns dürfte die gewinnbringend verwenden können, weil keiner eine Fertigkeit dazu hat. Hier sieht man nochmal die Charakterbögen. Wie gesagt, ich habe etwas gewürfelt, weshalb die relativ positiv ausfallen und der Paladin ist der einzige mit einer nicht natürlichen Rüstungsklasse von 6, wie mir gerade auffällt. Aber der braucht auch nicht so viel Geschicklichkeit. Der ist schon gut beraten mit dem, was er hat. Kann der überhaupt schon was Tolles? Das wäre ein Priester-Zauber, wenn dann. Nein, du kannst was Tolles. Oh ja. Hast du denn da drin? Furchtbannen, leichte Wunden heilen? Und Segen. Gut, die werde ich da vermutlich mal reingepackt haben, weil das sieht ein bisschen nach mir aus. Oder die sind da standardmäßig so drin, weil man so spielt. Vermutlich nicht. Man spielt eh nicht wie ich, nur um das schon mal vorwegzunehmen. Weil man spielt so, dass es besser ist alles.
So, ja. Wir könnten uns jetzt in der Bahn noch ein bisschen unterhalten. Vor allem können wir die Position der Charaktere mal richtig anordnen. Ja, Magier und Kleriker vielleicht in die Mitte. Ich bin mir da noch nicht ganz so sicher, aber die haben am wenigsten Trefferpunkte. Versuchen wir es einfach so. Was brauchst du, Kumpel? Mal sehen. Hier hätten wir noch Stadtbewohner. Genau, jede Menge Stadtbewohner. Und da hinten hatten wir die Wirtin. Gucken wir erstmal, was die Stadtbewohner sozusagen haben. Aber erstmal stelle ich euch unseren besten Freund dieses Spiels vor. Und zwar den Quick-Save-Knopf. Den wir alle gefühlte 5 Sekunden drücken werden. Ich verstehe. Ja, kann ich euch irgendwie helfen? Ja, ich wollte euch einige Dinge über Osthafen fragen. Osthafen lebt hier schon eine ganze Weile. In letzter Zeit hat sich die Situation aber verschlechtert. Meint ihr das Wetter? Ja, sag einfach mal. Ja, das Wetter ist schlimmer geworden. Ich habe noch nie erlebt, dass es um diese Jahreszeit schon so kalt ist. Und es gibt keinerlei Anzeichen dafür, dass es besser wird. Bei dem ganzen Schnee werden die Pässe nach Süden früh eingeschneit sein. Ah, ich wollte euch noch ein paar andere Dinge über Osthafen fragen. Könnt ihr mir sagen, wo ich Rogas Haus finde? Frau Rogas Haus liegt im nördlichen Stadtzentrum. Es ist das Haus mit dem fehlenden Stück im Dachfist. Rogas schwört zwar, dass er es reparieren wird, aber das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Er ist ständig damit beschäftigt, sich um die Probleme anderer zu kümmern. Warum wollt ihr zu ihm? Habt ihr vor, an seiner Expedition teilzunehmen? Ja gut, wir wissen schon, dass es eine Expedition gibt, aber stellen wir uns mal dumm vielleicht. Erzählt ihr uns dann ein bisschen was darüber. Ja, man sagt, Hjodga war so beunruhigt durch den Boten aus Kurdarhar, der Tod auf der Stufe des Tempels des Tempus zusammenbrach, dass er eine Expedition zusammenstellen will, um zu sehen, was im Norden los ist. Was hat der Bote gesagt? Na, vermutlich war er tot, aber mal sehen. Ich will verdammt sein, wenn ich es wüsste. Nur Evra drüben im Tempel und Hjodga können es wissen, denke ich. Aber wenn die beiden sich so darüber aufregen, kann es mit Sicherheit nichts Gutes bedeuten. Vielleicht werde ich mal danach fragen. Aber erstmal möchte ich euch noch ein paar Dinge über Osthafen fragen. Erzähl mir mal was über die Stadt. Da ihr neu seid in der Stadt, empfehle ich euch ein Zimmer im Gasthof zur Schneewehe zu nehmen. Er liegt am Ostende der Stadt. Der Gastwirt Quimby ist ganz in Ordnung. Er müsste genug freie Zimmer haben. Allerdings hat er im Moment einen Gast, einen Elfen aus dem Süden. Also ist wenigstens ein Zimmer belegt. Ich muss mich auf den Weg machen, lebt wohl. Reden die alle dasselbe mit uns? Mal sehen. Genau, geh mal rum. Oh, wir haben keine 7-Meilen-Stiefel, wir sind ganz langsam. Ich habe ihn noch nie in der Stadt gesehen. Kommt er aus dem Süden? Keine Ahnung. Ja. Ich wollte euch einige Dinge über Osthafen fragen. Osthafen, hier lebe ich schon eine ganze Weile. In letzter Zeit hat sich die Situation aber verschlechtert. Verschlechtert inwiefern? Es wurden ein paar Goblins und dergleichen auf dem Pass gesichtet, wenn man dem Glauben schenken kann. Normalerweise verkriechen sie sich in ihren Löchern im Grat der Welt und bringen sich gegenseitig um. Irgendeiner hat behauptet, er habe einige Orks vor der Stadt gesehen, aber ich warte erstmal ab, bis er wieder nüchtern ist, bevor ich die Geschichte glaube. Was kannst du mir über Hjodgas Haus, das ich finden möchte, erzählen? Hjodgas Haus liegt im nördlichen Stadtzentrum. Es ist das Haus mit den fehlenden Stücken im Dach. Was, ja, das kennen wir. Expeditionen kennen wir auch. Dann lebt mal wohl. Ich frage dir einfach nur mal alle, was hier so... Ja, wo hier der Bär stirbt, sage ich mal. Ja, kann ich euch irgendwie helfen? Ja, ich wollte ein paar Dinge über Osthafen fragen. Osthafen, hier lebe ich schon eine ganze Weile. Ja, Orks, Goblins, ja. Ach so. Osthafen lebe ich schon eine ganze Weile. In letzter Zeit hat sich die Situation aber verschlechtert.
Ich habe was von Goblins und Orks gehört. Ach so, wir können jetzt darauf auch noch ansprechen. Nicht nur das, es wurde auch ein Wolf vor der Stadt gesehen. Wir haben nach ihm Ausschau gehalten, aber er scheint nur kurz vorbeizustreifen, um den Geruch der Fischbeinschnitzereien in Apsels Werkstatt zu schnuppern. Das verdammte Biest muss halt verhungert sein, dass es sich so nah an eine menschliche Siedlung heranwagt. Ah ja, ich wollte euch ein paar Dinge über Osthafen fragen. Nee, lass mal sein. Und hier ist noch der letzte, normale? Nee, da drüben ist auch noch einer. Also fast der letzte. Wir möchten dich jetzt über Osthafen fragen. Ah ja, jetzt kommt der Wolf noch dazu. Ja, hier lebst du schon eine ganze Weile, das kennen wir schon. Ich habe was von Goblins, Orks gehört und sogar einem Wolf. Spricht ihr davon? Ja, aber da ist noch mehr. Einer der Jungen war draußen spielen und schwört, dass er einen Fußabdruck im Schnee gesehen hat, der so groß wie ein Mann war. Sofern er die Wahrheit erzählt, heißt das, dass Riesen in der Nähe sind. Aber es wurden keine Riesen mehr auf dem Pass gesehen seit, na, solange ich denken kann. Ja, lebt wohl. Du erzählst uns jetzt doch gewiss noch was Schönes über Riesen, oder? Beziehungsweise noch irgendwas. Kann ich irgendwie helfen? Ich wollte euch einige Dinge über Osthafen fragen. Osthafen? Hier lebe ich schon eine ganze Weile. In letzter Zeit hat sich die Situation aber verschlechtert. Ich habe Gerüchte gehört über Wesen, die vor der Stadt gesichtet wurden. Was habt ihr gehört? Ich fürchte, dass die Goblins und Orks, die gesichtet wurden, irgendwie mit den Problemen zusammenhängen, die wir in letzter Zeit mit den Karawanen hatten. Einige von ihnen sind verschwunden, aber meist nur die, die von Süden kamen. Zuerst dachten wir, die Karawanen sind vom Schnee begraben worden, aber wahrscheinlich waren es eher die Goblinoiden, die sie begraben haben. Gut, trotz des Wetters und verschollener Karawanen scheinen die Leute gut mit den Problemen klarzukommen. Nicht alle. Jonen, einer der gelassensten Männer, die ich kenne, summt seit einiger Zeit ständig eine Melodie vor sich hin und sieht aus, als hätte er nicht viel geschlafen. Die Ereignisse müssen ihm mehr zusetzen, als wir dachten. Er summt eine Melodie? Ja, er summt die ganze Zeit diese verdammte Melodie. Immer wieder und wieder. Der Kerl endet noch mit einem Ruder im Schädel, wenn er so weitermacht. Was kannst du uns dann noch erzählen? Zeit wurden Monster gesichtet, Dinge über Osthafen. Was kannst du mir über die Stadt erzählen? Ah ja, gut. Ich denke mal, das war's über Osthafen. Ich bin bereit, Kommandant! Ja, schön. Hier oben haben wir einen Zwerg. Klar! Hildred Hochhammer. Vermutlich ein weiblicher Zwerg. Seid gegrüßt! Er scheint mir wie eine frische, neue Erzader, unberührt und unerforscht. Ich bin Hildred, falls euch das interessiert. Eine Erzader? Was meint ihr damit? Hildred? Ist das nicht ein etwas femininer Name für einen stämmigen Zwergenkrieger wie euch? Oh cool, wir können sie foppen. Wollen wir sie foppen? Ach, der Paladin spricht lieber nicht, nachher stirbt ihr doch wegen irgendwelchen dummen Aktionen, die seinem Karma nicht entsprechen oder so. Was meint ihr mit der Erzader? Ich meine, dass ihr aussieht, als wärt ihr noch nicht lange bei dieser Abenteurer-Sache dabei. Nicht böse gemeint. Wir alle müssen irgendwo anfangen. Wenn ihr Tipps haben wollt, habe ich sogar ein paar Neuigkeiten für euch, die euch interessieren könnten. Ach so, welche Neuigkeiten habt ihr? Ich habe meine Augen und Ohren hier nicht überall. Ich war hauptsächlich damit beschäftigt, die Kälte fernzuhalten. Aber ich habe gehört, dass ein einheimischer Haudegen namens Hrothgar eine Art Expedition zusammenstellt. Klingt, als könnte es ganz interessant sein. Ich werde auch mitgehen. Was wisst ihr über die Expedition? Die Leute hier sagen, dass Hrothgar ein unerschrockener Mann ist, aber nicht der Typ, der sich Hals über Kopf in den Tod stürzt. Sie sagen, er wäre ein ausgezeichneter Anführer. Wir wollen rauf in die Berge, um einigen mysteriösen Vorgängen oben nachzugehen. Am besten lasst ihr euch alles von Hrothgar selbst erzählen. Das ist eine gute Idee. Ich gehe ihn gleich suchen. Lebt wohl. So. Ich bin bereit für Abenteuer und solche Sachen. Tja, ich weiß nicht, ob die Tab-Taste schon funktioniert, um Gegenstände hervorzuheben. Musik haben wir leider auch nicht so viel. Wir reden mal mit der Wirtin. Genau, gehen wir hinter den Tresen. Sieht nicht so aus, als ob wir hier irgendwas klauen könnten.
Hallo, mein Lieber. Willkommen in der Taverne zur Winterwiege. Ich bin Grisella. Mir gehört dieses feine Lokal. Was kann ich euch bringen? Ich habe ein paar Fragen an euch. Tut mir leid, mein Lieber. Ich habe keine Zeit, mit euch zu plaudern. Ich muss mich um die Taverne kümmern. Wenn ihr euch über den neuesten Klatsch hier im Ort informieren wollt, würde ich vorschlagen, dass ihr euch zu anderen Gästen gesellt. Gut, wie wär's mit was zu trinken? Was zu trinken? Natürlich, mein Lieber. Das hier ist schließlich eine Taverne. Hier kann man einiges runterschütten. Ja, wirklich. Also nun, seht ihr, ich habe da gerade ein kleines Problem. Mir ist alles ausgegangen. Im Moment kann ich euch nichts zu trinken anbieten. Euch ist alles ausgegangen? Nun, die Taverne sitzt komplett auf dem Trockenen. Ich habe zwar noch ein paar Vorräte unten im Keller, aber... Aber was? Es ist mir wirklich peinlich, aber ich habe in diesem alten, dreckigen Keller da unten ein Problem mit Ungeziefer und ich traue mich nicht, da runter zu gehen. Ich hasse diese Viecher einfach. Schon beim Gedanken an dieses Krabbelgetier, läuft es mir kalt den Rücken runter. Ich verstehe, könnte ich irgendwie helfen? Das ist wirklich sehr nett von euch, mein Lieber. Aber ich erwarte nicht, dass ihr euch meinetwegen Umstände macht. Uns fällt sicher etwas ein. Keine Angst, Madame. Ich werde dafür sorgen, dass euch das Ungeziefer da unten nicht weiter belästigt. Wunderbar, die Treppe zum Keller ist im Hinterzimmer. Aber passt gut auf da unten, mein Lieber. Und lasst keins von diesen Viechern da raufkrabbeln. Hier raufkrabbeln, ja? Dialog beenden. Okay, wir könnten Kammerjäger spielen. Ich denke aber was mal, dass... Was willst du denn jetzt? Ja, das ist in Ordnung. Achso, hier hinten werde ich drauf. Ach, gehen wir mal unten mal gucken, was es da so gibt. Was ist denn das? Käfer, unverletzt. Also, Ich sterbe, wenn du mir... Na gut. Verändert sich der Cursor nicht? Oh, ist in Ordnung, aber so verändert er sich. Es ist ein bisschen verwirrend, dass das Textfeld direkt darüber liegt. Hier bin ich. Die kann auch mal mithelfen und wir, auch weil wir relativ viel Leben haben. Jawohl. Die Priesterin hat auch relativ viel Leben, aber der Magier, den sollten wir vielleicht hinten stehen lassen. Ich nehme mich der Sache an. Tötet die Käfer! Wir sind Ungeziefervernichter. Ja, wir haben komische Stöcker, mit denen keiner theoretisch umgehen kann. Okay, so, die ersten werden dann weg. Wie kann ich zu Diensten sein? Man könnte sich jetzt fragen, warum die so rumfuchteln. Ich muss doch hier und dahin. Das hat was mit dem Kampfsystem dieses Spiels zu tun, was eigentlich rein auf mathematischen Werten beruht. Sieht aus, als müsste ich mal wieder ein Blutbad anrichten. Dazu werde ich nächstes Mal vielleicht noch ein bisschen mehr erzählen. Ja, wenn ihr den letzten Käfer jetzt nochmal töten könntet. So, auf jeden Fall können wir schon mal nichts hervorheben, aber wir können uns da Sachen angucken. Was brauchst du, Kumpel? In diesen Regalen liegen viele mit Wein und anderen Spirituosen gefüllte Flaschen. Darüber liegt eine dicke Schicht aus Staub und Spinnenweben. Hier gibt's noch mehr. Kiste voller Lebensmittel stapeln sich entlang der Wand dieses modrigen Kellers. Mehr. Jawohl! Okay, viel mehr Kisten. In der Ecke steht ein Stapel Holzfässer mit einem streng riechenden Gebräu. In diesen Regalen liegen viele mit Wein und anderen Spirituosen gefüllte Flaschen, darüber, Spinnenweben. Okay, dann war's das hier ja anscheinend. Gucken wir mal, ob wir eine Belohnung kriegen und dann... Na gut. ...würde ich sagen, sehen wir nächstes Mal, wie es weitergeht. Seid ihr diesen ekligen Viecher losgeworden, mein Lieber? Meine Gäste kriegen langsam wirklich Durst. Geschafft. Die Viecher werden euch nicht mehr belästigen. Danke, mein Lieber. Ihr seid ein Lebensretter. Aber tut mir noch einen Gefallen. Dieses kleine Ungezieferproblem bleibt unter uns. Ich will nicht, dass die Leute denken, dass Grisellas Taverne nicht sauber sei. Jetzt geht! Wir haben 5 Gold gewonnen und 1800 Punkte Erfahrung. Die 1800 Punkte Erfahrung sind das ja schon wert, das zu machen. War nur ein Scherz. Dann können wir das hier schon. Oh, schön, das können wir schon. Gut, dann sammeln wir uns hier. Und ich sage, wir sehen uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen.